Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Zero Mission, wo wir immer noch auf der Suche nach dem Wavebeam sind, der zum jetzigen Zeitpunkt wo wir immer noch auf der Suche sind nach dem Wavebeam, der jetzt eigentlich optional ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten den schon lange haben sollen, können. Naja, wir haben jetzt Kraid und Ridley schon besiegt. Und naja, eigentlich hindert uns jetzt nicht wirklich viel daran, nach Turian und Mother Brain zu gehen. Von daher, könnten wir rein theoretisch hingehen und uns, nach Turian aufmachen, aber das mache ich natürlich nicht, denn der Wavebeam ist ja gar nicht mal so schlecht. Deswegen wollen wir ihn auch haben. Und was mache ich hier gerade? Kann ich euch eigentlich auch wegschießen? Ja, natürlich. Wobei, ich gehe besser erst zurück. Nicht, dass es hinterher passiert und ich kriege da nicht mehr den Wavebeam und muss den ganzen blöden Weg nochmal zurückgehen. Ah, okay, das ist fake. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn durch die Lava rennen? Na, was gibt's denn hier? Achso. Ach nee, Moment. Ich kann ja jetzt den hier. Ich liebe es. Na? Ach, kein tolles Ding, ne? Okay. Dann nehmen wir den Wavebeam an uns. Yay! Wir haben alle Beams. Alle Beams. Und ich glaube auch alle anderen Items, die wir haben können, oder? Moment, Varia, bla bla bla. Ja, ich glaube, wir haben alles. Bis eben auf die Missiles und Super Missiles. Aber das ist ja kein 100% Run. Daher, ach komm, füll mich nochmal auf. Blub. Wir haben auch ziemlich viel Energie. Gefällt mir. Dann auf nach Turian. Ach stimmt, der Wavebeam, der kann ja jetzt durch die Wände gehen. Was aber nicht so viel Spaß macht wie... So, und... Ach, da war ja nur einer. Och, Mann. Plop. Ich liebe dieses Geräusch auch. Bum. Bum. Ich bin Samus. Bum. Also dann, Turian, der Mother Brain Fight. Ich meine, ich habe ja leicht Angst vor dem Mother Brain Fight, weil immerhin... So, jetzt aber. Piu, 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 piu. Weil immerhin, naja, Lava und so. Ja, seht ihr, hierfür braucht man den Wavebeam. Aber da man hier eigentlich gar nicht hin muss, um nach Turian zu kommen, okay, er geht aber nicht durch Gegner. Ja, komm, geh mal weg. Achso, wir müssen ihn beschießen, okay. Bam, 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 brum, brum, brum. Na dann. Okay, Moment, hier war noch was. Oh, ein Energy Tank, wie cool ist das denn? Yay, 8 Energy Tanks, 3 fehlen noch. Einen weiß ich noch, ist, glaube ich, im Mutterschiff. Also im... Ach, egal. Ich spoiler mal nicht weiter. So, High Jump, bla bla bla. Jetzt müssen wir hoch nach Brinstar. Und das machen wir, indem wir uns hier hochschießen am besten, glaube ich. Oder? Hier war doch so ein Eierbecher, oder? So, irgendwo hier? Nee. Okay, dann mache ich es anders. So. Hier war ja, glaube ich, genug Platz. Genau, und jetzt... Und jetzt schießen wir uns mit einem Scheinspark.
Oh, genau, genau ein Pixel da. Okay, nicht Pixel, ein Kasten zu wenig. Hey, auf nach Mother Brain. Und dann war es auch schon fast. Was war das denn? Hast hier wieder den C angehauen wie damals? Ach ja, damals. Als wir diesen superschweren Energy Tank geholt haben. Und ich habe wirklich mal nachgeguckt. Das soll wirklich einer der schwersten zu erreichenden Gegenstände in Zero Mission sein. Und ich hab's geschafft. Und da bin ich ja doch schon ein bisschen stolz drauf, ne? Komm, dann machen wir jetzt den Bombjump. Huch. Komm, der Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Ach so, hier ist ein Eierbecher, na dann. Und ich weiß, die Dinger heißen nicht Eierbecher, aber mich erinnern die Dinger irgendwie an Eierbecher. So. Hier ist unser Weg in die Freiheit. Huch. War das schon vorher da? Ich glaube nicht. Na dann. Boom. 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 Oh, die gehen ja jetzt auch kaputt. Wie cool. Wir sind einfach Samus. Bam, bam, bam. Oh, ich liebe die Screw-Tag. Speichern brauchen wir nicht. Ich bin mal gespannt, wie ich überhaupt von der Zeit her dran bin. Ich rechne ja beim ersten Mal durchspielen so 4 Stunden. 5? 4 bis 5 Stunden? Ich tippe mal da drauf. 4 bis 5 Stunden. Dann wäre ich eigentlich auch glücklich. Oder? Hm. 4 bis 5. Ja, damit könnte ich leben. Und ich hoffe ihr auch. Mit 4 bis 5 Stunden tollen Metroid-Sachen. So. Ach ja, ich freue mich schon, hinter den großen Schacht hochzugehen. So. Ach ja, nach Criteria kommt man ja jetzt noch nicht. Oder? Ich glaube nicht. Wartet mal. Da war doch was. Oder? Hier oben dieser... Ach, egal. Wir haben über 150 Missiles. Das reicht mir erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viel Mother Brain schlucken wird, aber hey, kann man ja mal machen. Sollte reichen. Also ein Mother Brain, gib es mir. Oder? Ja. Wunderbar. Ist hier irgendwas Tolles? Nein? Gut. Blub. Wir sind ein Ball. Wir sind ein Ball. So, das haben wir eben halt noch gar nicht gesehen, das, was hier ist. Denn ich habe diese Animation ja geskippt, von daher. Das ist der Crate-Kopf und der Ridley-Kopf und der hätte uns halt gesagt, hey, du kommst hier nicht durch, weil du hast halt Crate und Ridley noch nicht besiegt. Von daher gucken wir mal. Nö, okay. Dann auf nach Turian. Und was sind das denn? Es sind Metroids! Ja, die namensgebenden Metroids. Die lebensaussaugenden Weltraumparasiten. Ja, wie gruselig. Hm. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas zum Sammeln? Ich weiß es nicht. Aber hey, wir haben genug. Samus Aran macht sich jetzt auf den Weg, Mother Brain zu besiegen. Und er wurde ausgeschlürft. Leckerchen. Und Rinkas! Ich mag Rinkas nicht. Wann kommen die ersten Metroids? Da kommen sie! Die sind aber eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen. Man schießt einfach mit dem Eisbeam drauf.
Und dann... Nein! Neuern! Und dann schießt man mit 5 Missiles drauf. Das ist so die Regel für euer Metroid-Aquarium. Oh, stellt euch mal vor, man könnte ein Aquarium mit Metroids haben. Das wäre irgendwie cool. Bam, 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 bam. So. Ach, ich könnte auch mal vielleicht mehrmals den Eisbeam benutzen, denn das sollte sie ja immer weiter einfrieren. Glaub ich. Oder? Nein, hoffe ich oft auszuschlürfen. So, und dem, 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 dem. Schön den Missile-Einlauf, der gefällt uns. So. Huch! Okay, ich bin ehrlich, du hast mich erschreckt. Also nicht direkt erschreckt, sondern... Och nein, so viele Metroids! Ah! Lasst mich! Metroids! Mein Gott! Die sind aber auch schlimmer als Herpes, ey. So, bam. Ach, Samus. So, und weg damit. Wunderbar. Und die blöden Rinkers können auch mal weggehen. So, und 1, 2, 3, 4. Bam. Hm, ich hoffe, ich kriege nochmal Missiles. Nein, welchen Weg gehe ich denn jetzt? Okay, nochmal speichern, das klingt gut. Oh, ich kriege auch nichts zum Aufladen. Grüne Rinkers? Okay. So. Ist doch gar nicht so schwer, ne? Bam. Huch. So, und dann... Ne, Moment. Das gefällt mir nicht. Da, wo du gerade bist, das ist nicht schön. So. Ja gut, eigentlich, wenn man es einmal raus hat, können die Dinger nicht so viel. Von daher... So. Jetzt haben wir alle. Okay. Ich weiß auch noch, irgendwo gab es diesen Schockmoment. Okay, das war, glaube ich, schon hier. Genau, diesen Schockmoment. Wo man dann hier runterfällt und dann kommen alle Metroids auf einen drauf, aber... Ah! So, die Rinkers. Die nerven gar nicht so, aber die werden noch nerven. Ne, was? Was da noch nicht? Ach, es geht ja noch weiter runter. Ha. So. Und mir gehen langsam die Raketen aus. Das gefällt mir weniger, aber... Wir haben ja hier Rinkers. Die geben, glaube ich, zwischendurch auch mal ein paar Raketen oder auch nicht. Na gut. Aber es wäre scheiße, sich an denen jetzt aufzufüllen. Und noch ein Speicher? Na... Ich weiß gar nicht, wann kommt Mother Brain? Kommt sie jetzt? Okay, Rinkers, immerhin. Kann ich mich an denen noch ein bisschen aufladen? Ich glaube, ich sollte mich ein wenig an den Rinkers aufladen. Ich bin mir echt nicht sicher, wie viele Raketen Mother Brain frisst. Weiß nämlich, es kommen auf jeden Fall noch so ein paar blöde Gelee-Wände. Die sind jetzt nicht ganz so toll, aber... Also nicht... Ja, toll sind sie generell nicht, weil Wände sind halt nicht wirklich toll, ne? Ja, das macht zwar keinen Sinn, aber... Hey, ich bin frisch aufgestanden und ich hatte Lust auf Metroid. So... Irgendwie erinnern die Dinger mich an Fruit Loops. Ich mag Fruit Loops. Wobei, ich habe so lange nicht mehr gegessen. Esst ihr Fruit Loops? Schmecken die noch so wie früher?
Und mit so wie früher meine ich künstlich wie Sau. Ich mag Cini-Minis. Ach ja. Ob Samus Fruit Loops ist? Ich meine, nach Rinkas hätte sie vielleicht wirklich keine Lust mehr auf irgendwelche Form von ja. Guten Morgen, Süßspeise. Hui. Machen wir das einfach so, weil dann hören wir auch das coole Geräusch. Bam! Bam! Wie das so für Mother Brain aussehen muss, die hat ja da diesen alles sehenden Blick. Space Piraten, macht was gegen Samus. Warum denn? Die springt da nur hin und her. Ich weiß nicht, was sie macht, aber sie leuchtet und springt hin und her. Ich glaube, sie hat keine Lust, gegen sie zu kämpfen, Mother Brain. Aber hey, scheiß drauf. So. Ich frage mich ja, wie diese Dinger funktionieren, diese Rinkas. Es sind Ringe und die geben Raketen. Naja, Videospiellogik halt. Komm, ich will wenigstens 50. Genau, los geht's. Bam, 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 bam. Oh, hier sind ja auch ein paar Rinkas. Bam, 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 bam. Oh, und diese kleinen Turrets sind auch kacke. Bam, 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 bam. So, jetzt kommt nämlich Lava hinzu und diese Turrets. Kommt mal her. Nein. Ich hasse Lava. Bam, 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 bam. Wie viele nehmen die Dinger weg? 10? 5? 5? 10? 15? Oh, und da ist sie. Mother Brain. Ach, ach. Wach. Komm, 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 komm. Nein. So, Mother Brain greift auch an, genau. Samus, jetzt geh doch mal hoch. Mm. So. Ja, was war das denn? Ey, diese Kombos. So, und ich hasse es. Ach, bitte. Heiliger Hack. Heiliger Hackepeter. Ach nein, jetzt macht mir dieser Rinka alles kaputt. Samus, springen. Samus. Ich will ja nichts sagen, aber ein bisschen springen darfst du. Samus. Samus. Boah, ich hasse Lava. Och, Samus, fick dich. Ich hasse Lava. Man kommt aus der Lava einfach nicht raus. Ich hasse Mother Brain. Du, 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 du. Wisst ihr, was mir diese Mission sagt? Du kannst wieder farmen. Da könnte man so viel reininterpretieren. Fick dich doch ins Knie. Ey, ich hasse Mother Brain. Das ist der Hasskampf. Mother Brain ist so ein Drecksstück. Gib mir mal was Tolles, Rinkas, hier. Rinkas, gib mir tolle Sachen. Ich hätte vielleicht noch ein paar Super-Missiles sammeln sollen. Hm. Hasse Lava. Aus der Lava kommt man halt wirklich echt scheiße raus. Und wenn dann noch da diese ganzen Turrets kommen, die man, soweit ich weiß, noch nicht mal einfrieren kann, und dann diese Rinkas. Blöde Dinger, ey. Rinkas sind die grässlichsten Gegner im Spiel, neben diesen blöden Turrets. Mother Brain ist generell das größte Shit. Shit. Ah. Der größte Scheißdreck im ganzen Universum. So. Das gehe ich jetzt aber speichern. Und jetzt gehe ich erstmal einen Kaffee trinken. So. Samus macht das auch. Wunderbar, wunderbar. Speichern abgeschlossen. Das war der Momo mit Zero Mission. Und beim nächsten Mal geben wir Mother Brain so richtig eine. Versprochen.
Also dann, see you next part.